Metro 2033, das marmorne Paradies. Prolog. Vor langer Zeit, vor vielen Jahren, befand sich hier eine Stadt. Eine gewöhnliche, nicht sonderlich große Provinzstadt. Ihre Bewohner waren einfache Leute, manche gebildet, andere weniger. Sie führten ein geordnetes, beschauliches Leben, wussten sich zu freuen und traurig zu sein, zogen ihre Kinder auf, arbeiteten und faulenzten zwischendurch, tranken ab und zu. Sie richteten sich ihr Leben und ihre Stadt ein, so gut es eben ging. Die einen fanden vor Ort eine Beschäftigung, andere pendelten täglich viele Stunden nach Moskau und schimpften auf die Fahrzeiten der Regionalbahn und die überfüllten Waggons. Die Stadt versank im Grünen und bot mit ihren einladenden Höfen, Parkanlagen und Vorgärten einen prächtigen Anblick. Besonders schön war sie im Altweibersommer, wenn sie eingehüllt in alle denkbaren Gelb- und Rotschattierungen dalag. Im Spätherbst und im Winter wurde sie grau, eintönig und doch strahlte sie noch immer ihre eigene Wärme und Behaglichkeit aus. An den langen Winterabenden brannten die Lichter in den Häusern, auf den Straßen erstrahlten die Laternen eine nach der anderen in langen Girlanden und die Stadt sah aus der Vogelperspektive aus wie ein riesiger, lichtergeschmückter Tannenbaum. Jetzt gab es keine Stadt mehr. Übrig geblieben waren nur sinnlos durcheinandergewürfelte Häuserschachteln mit verlassenen Wohnungen, zerschlagenen Fensterscheiben, abgerissenen Türen. Stromleitungen hingen schlaff herab zwischen schiefen, teilweise umgestürzten Strommasten. Aus den zerstörten Gebäuden mit ihren eingerissenen Wänden ragten die eisernen Bewehrungsstäbe wie Knochen heraus. Alles war mit Flechten und grünbraunem Moos überzogen. Durch die Risse im aufgeplatzten Asphalt wuchsen Gras und Gebüsch. Die Kinderspielplätze waren von hohem Unkraut überwuchert. Im Sommer leuchteten verrostete PKWs, Lastwagen und Autobusse rötlich im staubigen Grün. Was verrotten, verfallen oder sich auflösen konnte, war im Laufe der Jahre verrottet, verfallen oder hatte sich aufgelöst. An diesem Tag waren die Häuser von einer dünnen Schicht frischen Schnees überzogen, der in der Vornacht zum ersten Mal in diesem Jahr gefallen war. Es war ein seltsamer Schnee, hellblau, gräulich. Aber selbst der Schnee konnte die Abartigkeit dieser Welt nicht verbergen. In der toten Stadt waren neue, furchtbare Bewohner aufgetaucht. Menschen gab es hier schon lange nicht mehr, außer einem. Durch die Geisterstadt lief ein Mann, schwankend wie ein Betrunkener. Sein dunkelblauer Schutzanzug war stark beschädigt. Über den Rücken liefen von der Schulter bis zum Gürtel drei tiefe, blutverschmierte Furchen, als ob drei scharf geschliffene Klingen gleichzeitig Anzug, Felljacke und Pulli durchtrennt hätten und in den Körper eingedrungen wären. An der Brust und am linken Oberkörper war der Mann ebenfalls verletzt. Der rechte Arm war purpurrot getränkt, doch dies war möglicherweise fremdes Blut. Nur der Helm aus stabilem Kunststoff und die teure, ausländische Atemschutzmaske waren unversehrt geblieben. Der Mann atmete schwer und stockend, schleppte sich in einem seltsamen Zickzack dahin. Man hätte meinen können, dass er sich ziellos bewegte. Aber es gab ein Ziel: so schnell wie möglich diesen schrecklichen Ort zu verlassen und sich zur Militärhochschule durchzuschlagen. Denn in den unterirdischen Stockwerken der Einrichtung, so hatte er gehört, lebten möglicherweise noch Menschen. Das wäre seine Rettung, seine einzige Rettung, wenn er es nur dorthin schaffte. Der Mann versuchte, sich zu konzentrieren, sich zu erinnern, zu begreifen. Wer hatte ihn angegriffen? Mit wem hatte er gekämpft? Etwas Riesenhaftes, Grimmiges war blitzartig und mit ungeheurer Kraft über ihn hergefallen. Eine Kreatur hatte sich von hinten auf ihn gestürzt, ihm mit ihren Krallen den Schutzanzug aufgeschlitzt, die Kleidung und, verdammt, wie sein Rücken brannte. Er verlor Blut. Selbst würde er diese Wunden nicht nähen können. Was, wenn das Tier giftige Krallen gehabt hatte? Die zweite Kreatur hatte ihm die Pistole aus der Hand geschleudert und hätte ihm wohl mit dem nächsten Schlag den Schädel abgerissen, wenn er nicht sein Armeemesser bei sich gehabt hätte. Diese Klinge, wie sie die Männer der Sondereinheiten besaßen, ein wenig kleiner als eine Machete, mit gezahntem Rücken, hatte er in das Monster getrieben und mehrere Male gedreht. Anscheinend hatten die Angreifer daraufhin das Interesse an ihm verloren und sich zurückgezogen. Was war danach geschehen? Er wusste es nicht mehr. Seine Gedanken waren wirr. Wie war er in die Stadt gelangt? Wann? Wozu? Der Mann konnte keine dieser Fragen beantworten.
Er erinnerte sich an den Kampf, versuchte aber vergeblich, sich das Aussehen der Kreaturen zu vergegenwärtigen. Hilflos knirschte er mit den Zähnen. Hatten die Bestien ihn für tot gehalten? Warum hatten sie ihn nicht verschlungen? Nachdem sie ihn zurückgelassen hatten, musste er einige Zeit lang bewusstlos dagelegen haben. Er war erst wieder zu sich gekommen, als er bereits durch die Stadt irrte. Der Mann stürzte immer wieder vor Erschöpfung, lag reglos da, versuchte sich aufzuraffen. Aber jedes Mal, wenn er sich mühsam erhob, verlor er dabei mehr Kraft, als er in der kurzen Pause hatte schöpfen können. Dämmerung senkte sich über die Stadt. Der Mann sah sich beunruhigt um. Seine rechte Hand im zerrissenen Handschuh glitt unter den Schutzanzug zum Griff seines Messers, das am Gürtel seiner Jacke in einer kurzen Scheide hing. Er hörte, oder träumte er, Geräusche, die ihm das Blut in den Adern stocken ließen. Heulen, jaulen, knurren und manchmal ein Schmatzen und ein kurzes wütendes Gebrüll, als ob unbekannte Raubtiere um eine Beute kämpften. Der Mann blickte sich erschrocken um, konnte aber nichts Lebendes sehen. Wind kam auf, es begann wieder zu schneien. Mit jedem Schritt schwanden seine Kräfte, aber der Mann wusste, er durfte nicht mehr stehen bleiben, um Kraft zu schöpfen, nicht mal für wenige Augenblicke. Er musste sich beeilen. Hatte der Rücken vor einer Stunde nur unangenehm geschmerzt, brannten die Wunden inzwischen wie rasend. Mitunter kam es ihm vor, als ob Insekten darin hin und her krabbelten. Der Mann knurrte und zog die Schultern hoch. Außerdem war die Temperatur mit Einbruch der Dunkelheit merklich gesunken und die Kälte kroch durch den aufgeschlitzten Schutzanzug in seinen Körper. Die umliegenden Gebäude verschwammen vor seinen Augen, dann sah er sie doppelt. Sein Sehvermögen schwand. Der Mann setzte mühsam einen Fuß vor den anderen. Seine Beine bewegten sich hölzern, sie gehorchten ihm kaum noch. Plötzlich vernahm er deutlich, dass jemand sprach. Mechanisch drehte er sich nach der Stimme um, nur um festzustellen, dass es dort keine Menschenseele gab und auch nicht geben konnte. Aber die Dämmerung um ihn herum zischte, brüllte, jaulte und die Geräusche kamen immer näher. Er hatte die Stadt fast hinter sich gelassen, es war dunkel geworden. Seine Hand hielt den Griff des Armeemessers umklammert. Der Mann stolperte auf dem angeschwollenen Asphalt, stauchelte, stürzte auf den Rücken. Die Geräusche ringsum dummten für einen Moment und in dieser Stille vernahm er ein widerwärtiges Knirschen in seinem linken Arm. Der Schmerz machte sich erst nachträglich bemerkbar, dumpf und matt. Seine Energie war verbraucht. Mehrmals versuchte er, sich wie ein Käfer vom Rücken auf den Bauch zu drehen und auf die Beine zu kommen, wofür er seine letzten kläglichen Kraftreserven verbrauchte. Es gelang ihm nicht einmal, sein Messer aus der Scheide zu ziehen und das ärgerte ihn. Wenigstens eine der Kreaturen hätte er gern mit sich in den Tod gerissen. Während um ihn alles in einem Nebel zu versinken begann, bemerkte er gerade noch, wie aus einem nahegelegenen Gebüsch vorsichtig ein großes graues Tier hervorkam, wie es mit seiner halb Ratten-, halb wolfsähnlichen Schnauze Witterung aufnahm, die Zähne fletschte und knurrend auf ihn zustrebte. Dann verlor er das Bewusstsein.